Nix. Oh, krasser Scheiß. Mit Fallschaden. Ich brauch das Nudel-Car. Nudelman, jederzeit bereit. Solarenergie vor. Liebe Kinder, wie ihr wisst, nur Solarenergie kann uns retten. Oh Mann, was? Nicht cool. Gar nicht cool. Cetara, was sieht ihr? Packt die User zusammen in verschiedene Streams und verkauft dann den Zugang an andere Firmen. Überwiegend wohl Krankenversicherungen. Na und? Wenn du zu oft Pizza bestellst, schießt du deinen Beitrag hoch. Und Home kriegt Provision. Wow, heimtückisch. Das war erst der Anfang. Wir gehen alles durch und sammeln die pikanten Details fürs Enthüllungsvideo. Was macht der Typ da? Warum hat er denn eine Klobürste im Arsch? Spoiler! Spoiler! Nein! So, gibt's da noch ein High-Life-End-Video? Ey! Keine Spoiler, versprochen. Sids Video ist fast perfekt und ich habe für uns eine Demo für die Fahrt zum Sutro. Hilfst du mir, den Sender vorzubereiten? Ich soll das Ding hacken, oder? Tech-Hater-Mann. Bin unterwegs. Okay. Ah, Moment. Nein, unerlaubtes Chaos nicht, das auch nicht. Hier, wieder rein. Wo müssen wir hin? Na, da lohnt sich auch die Reise. Und dann können wir auf Sendung gehen. Also der Datenverkauf ist allgegenwärtig heutzutage. Die Frage ist, sind dir deine Daten so wichtig? Hä? Zweimal laden? Junge, lass das, ich will da nicht mitmachen. Ich will keine Koop-Mission gerade machen. Ich fass das nicht. Teammitglieder auf Anfragen nicht reagiert. Ja, super. Jetzt müssen wir echt das Fahrzeug lokalisieren. Na gut, dann machen wir mal eben die Teammission. Ich denke mal, wir müssen hier eine Karre stehlen. Ein paar Sachen hacken. Da müssen wir einen Schlüssel rausholen. Oh mein Gott. Da müssen wir physikalisch ran. Mein Kollege sieht aus leider wie ein Hipster-Hacker. Ja, super. Vor allem, der verlässt jetzt die Session. Top. Weil ich im Anzug bin, oder was? Wahrscheinlich. Jedenfalls, das wäre eine Multiplayer-Mission. Und wenn gerade nicht die ganze Welt scheiße ist. Könnte man hier sogar was schaffen. Negativ. Aber danke für deinen Schlüssel.
Was? Wir schießen doch nur ganz wenig. Vor allem schieße ich im Gegensatz zu euch nicht mit scharfer Munition. Sondern nur mit Elektroschocks. So. Danke übrigens an den anderen Typen und danke übrigens an mich, dass ich in eine dämliche Mission reingeklickt habe und dann automatisch mit irgendwen zusammengelegt wurde, der keinen Bock darauf hatte. Nein, ich möchte keinen DedSec Verbündeten, um diese Mission zu spielen. Ich will einfach meine Hauptmission weiterführen. Man kann übrigens diese ganzen Multiplayer-Sachen ausschalten. Schade, dass ich nicht weiß genau wo. So. Raus hier. Man kann natürlich auch lauter Koop-Missionen machen, bis du so overpowered bist, dass du die Kampagne in super easy abschließen kannst. Aber es ist ja nicht unser Ziel. Vor allem, ich glaube, andersrum macht es einfacher. Und ja, es war auch mein eigener Fehler. Weil ich nämlich geklickt habe an der falschen Stelle. Kusch, kusch. Welches ist das beste Auto in welchem Viertel? Oh oh. Mir ist gerade eingefallen, es ist der 30. Und das bedeutet, ich habe heute gar kein Internet. Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen. Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein, 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 Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Vor allem auch Killerwale greifen keine Menschen an. Was ist denn bei euch, Jungs? Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, Jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo. Ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Ach, übrigens, was wegen Internet? Entschuldigung, Motorradfahrer. Ja, heute habe ich nämlich einen Komplettausfall meines Internets und ich habe gar nicht dran gedacht. Deshalb, wenn ihr diese Folge seht, alle Folgen kommen etwas spät heute. Weil es ist nicht alles hochgeladen worden von mir. Ein Scout X-Ziel in der Nähe. Das müsste doch bestimmt der Sutro Tower sein. Den nutzen wir auch als Sendezentrale hier, ne? Ja. Darf ich hier überhaupt drauf fahren? Ist der Fahrer okay? Ich werde einfach hier bleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen.
dass ich was verpasst. Bap. Erfolg freigeschaltet, Knipsalarm. Man schaltet so übrigens neue Gesten frei für die Selfies. Dum, 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 dum. Bin ganz schöner Arsch, so wie ich gerade vorgehe. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Na super. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Muss man nur noch wissen, wo der Aufzug ist, ne? Oh, verdammte Scheiße! Na, ah, es hätte einfach zu gut funktioniert. Nämlich gar nicht. Na gut, dann nochmal im normalen Modus. Beziehungsweise ein bisschen Hide and Sneak. Er hat sich übrigens voll gekleckert. So, hier oben sollte ein bisschen Geld sein und vor allem sieht mich gerade von links einer, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wieder, jetzt nicht, jetzt wieder. Lass den Alarm aus, hier ist jemand. Wir haben die Zielbeschreibung, warten auf Bestätigung. Naja. Ich habe die zweite Wache nicht gesehen. Boah, nein! Jetzt heißt es dann wieder, ja, warum bist du so schnell? Mach doch alles mal ein bisschen ruhiger, dann schaffst du auch die Mission, muss ich immer wieder neu starten. Mein Gott, ich habe jetzt nicht gedacht, dass dir... ...dass es so ein Blödsinn ist und da oben zwei Wachen sind. Nicht cool, wohl cool. Die einzige Möglichkeit, die mir übrigens hier ein bisschen fehlt, ist, Moment. Leute aufheben zu können und woanders hinzulegen. So, habe ich jetzt irgendeinen übersehen? Nein. Oh, ich habe eine Tür aufgemacht. Gute Nacht, mein Freund. So, die Tür kann ich nicht schließen. Da vorne ist ein Bewegungsmelder.
Jetzt sind wir zum Serverwings gekommen, ohne dass wir alles in die Luft jagen, beziehungsweise sterben. 3, 2, 1. Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Und hoch. Komm, ist eine Sequenz? Jetzt kommt eine Sequenz, ey. Da war ich so kurz davor, das vorhin schon zu schaffen. Boah, hier hast du einen echt guten Ausblick. Jetzt müsste man natürlich diesen Ausblick auf der Konsole sehen und bestimmen, was besser aussieht. Aber PC Master Race. Guck mal, wie weit ich die Autos sehen kann. Mit der Kamera kann man da auch noch ein bisschen zoomen. Beziehungsweise lass mal umdrehen. Na gut, sie fahren ein bisschen wie auf Blöcken. Die Gebäude sind ein bisschen kantig auf Distanz, aber ist ja alles vollkommen okay. Du kannst ja keinen Detailgrad da hinten so hoch machen wie hier vorne. Macht das menschliche Auge ja auch. Auf Distanz nicht mehr so viele Details zeigen können. Na, jetzt aber. Oh, jetzt müssen wir hier auch nochmal ein bisschen hacken. Okay. Du bist schon mal aus dem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal bergsteigen? Na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Marcus. So einer will ich nicht sein. So, damit sind wir schon mal einen Schritt höher. Hier ist auch alles verbunden. Dann gehen wir in die Kamera. Ja, ich bleib lieber in dem Modus, auch wenn man dann halt nicht viel von dem, von der Umwelt, sag ich mal, dieses Turms sieht. Ach so, den freischalten, okay. Da haben wir den verbunden. Jetzt den freischalten. Und da oben. Okay. Internes Netzwerk freigeschaltet. Und senden. Ach du Scheiße. Moment. Ich muss jetzt überlegen, wo muss ich denn hin ausrichten? Aber sie haben es mir ja zum Glück gezeigt. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring dir mit. Hey, hey. Schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's.
hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung hat. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich habe unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Mit einem einfachen Tastendruck können Sie... Das ist das DedSec-Logo. Tut mir leid. Möchten Sie mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht, das war's. Okay? Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den Meistbietenden verkauft zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Informationen nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln. Oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du blassiertes Arschloch, du hast gesagt... Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon. Mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Also wenn das Glas Wasser hilft beim eingedrückten Kehlkopf. Aber Punkt für die angeblich Guten, für, also gegen die angeblich Bösen. Verbündeter getroffen. Und sogar genug für weiteren Forschungspunkt. So, gehen wir mal direkt in die Forschungs-App. Oh, das ist echt teuer. 8 Botnet-Ressourcen. So, da ich wenig Geld einsammle in der Welt, werde ich mal eben verbessertes Profiling anschalten. Reizen. Rüste den Jumper mit einem eingebauten Lautsprecher aus. Nachladegeschwindigkeiten erhöhen. Komm, wir verstärken unser Botnet. Ach nee, im Moment noch kein Auto. Was haben wir in der DedSec-App offen? Wir haben zum Beispiel falscher Profit. Wir haben aber auch die Nebenoperation Ubi-Stolen. Und die würde ich gerne machen, weil... Man hat darüber schon ein bisschen was gehört. Es gibt nämlich einen Trailer im Ubisoft-Büro, den man leaken kann. Und der basiert wahrscheinlich wirklich auf einem Spiel, was Ubisoft zurzeit entwickelt bzw. plant. Und das würde ich mir gerne mal ansehen. Weil ich habe diese... Ich bin ja jemand, wenn ich ein Spiel aktiv spielen will, dann kriege ich keine News an oder sonst irgendwas. Um halt nicht zu viel vom Spiel zu erfahren. Also beziehungsweise klar, ein bisschen erfahren kann man. Aber ich denke immer, das zerstört mir dann das Spielgefühl ein bisschen, ne? Weil ich weiß ja, ich werde es so oder so spielen. Und deshalb, warum sollte ich dann mir irgendwelche Spoiler in den Korb legen? Der Suchmaschinengigant kündigte den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheels. Noodle kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar.
Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels-Mitfahrdienst durch die Nudelsuch- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Nudelkonkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren. Tja. Das hört sich auch sehr typisch an. Für Google. Die Ideen aus dem Feld aufzukaufen. Entschuldigung, dass ich hier alles kaputt mache. Was ich gar nicht müsste. Oder? Müsste ich das schon? Ja doch, vielleicht ganz gut, wenn wir hier rüber gehen. Ja, tut mir leid, die wollte aber eh wieder nur über die Followerzahlen reden. Dass wir das große Ziel nicht aus den Augen verlieren sollen. Ich hoffe mal, dass ich hier an den Trailer rankomme. Aber es sah auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Sehr schön, dann können wir uns nämlich hier reinhacken. So, kommt direkt der Trailer oder müssen wir uns noch im Gebäude rumhacken? Ja. Finde raus, was Ubi vorhat, Marcus. Was Ubi vorhat, als wenn das eine Verbrecherbande wäre. Achtung, die Chefs rasten aus wegen Nathans Tweet über das Unternehmen. Er hat es diesmal echt krachen lassen. Jemand muss ihn aufhalten. So, bestimmte Kamera draußen, oder? SF Beatniks Fan. ...181.000. Hör, die Tür geht auf! Ach, das passiert ja immer hier. Anscheinend muss ich mich nur von Kamera zu Kamera bewegen. Hackbares Objekt Download. Ja, das ist, glaube ich, der Trailer. Für ein unbekanntes Weltraumspiel. Wobei ich sagen muss, dass vor allem das mit diesen Kugeln, das erinnert mich irgendwie voll an Perry Rhodan. Wer es, also wem das ein Begriff ist. Aber es scheint, wenn so ein Space-Trip-Spiel zu sein. Weltraumspiele sind ja wieder im Kommen. Okay, das sollte uns Follower bringen. Überlass das mir. Ich habe den Kontakt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Neuer Trailer ist Schrott. Neuer Trailer ist krass. Neuer Trailer ist halbwegs okay. Ach, schreibst du nebenbei Spielkritiken, Wrench? Ich versuch's. Ja, ist aber auch so. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Keiner sagt, ja. Obwohl Schwarz und Weiß wäre ja, ist krass oder ist scheiße. Wrench ist wenigstens dann noch irgendwo in der Mitte. Ja, ist okay. Aber Ubisoft, wenn ihr irgendein Spiel machen wollt, was im Weltraum zu tun hat, sehr gerne. Ich würde es begrüßen. Ich glaube sogar, hat Ubisoft irgendeine Marke, die im Weltraum spielt? Nein, oder? EA hat eigentlich mit Dead Space und Mass Effect sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Bei Ubisoft gibt es, glaube ich, gar nichts in die Richtung. Also, nacharbeiten. Danke. So, falscher Profil. Das wird unsere Hauptmission sein. Ach komm, machen wir weiter. Triff Sitara im Hackerspace. Das werden wir nächstes Mal direkt angehen. Und werden uns der Hauptmission wieder widmen, die ich ein bisschen vorgeschoben habe, wegen der Nebenmission. Was einfach die Grundlage hat. Die kannte ich schon. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen was Neues sehen, bevor ich noch eine Mission spiele, die ich kenne.
Aber danach bin ich halt auch genauso nackt wie ihr und weiß nicht, was passieren wird. Und hoffe das Beste, weil bis jetzt waren die Hauptmissionen vor allen Dingen immer sehr gut inszeniert. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Doc.